Und Leute, weiter geht's hier bei Enderal. Das ist ja ganz schön, wenn ich F5 drücke. Das ist meine Aufnahmetaste, ist gleich ein Schnellspeichern. Perfekt. Naja, ganz so perfekt ist es nicht. Vielleicht sollte ich das dann nochmal umstellen, aber ist schon okay. Ja, das letzte Mal, also gestern, sind wir hier in dieser wunderschönen Höhle bei dieser Maschine gelandet. Haben Tempel erkundet vorher noch und uns kommt irgendwie diese Maschine bekannt vor. Die haben wir wohl haben wir in unseren Träumen gesehen. Im Part 2 müsste das gewesen sein. Und was uns jetzt erwartet, das habe ich euch ja gestern nicht mehr gezeigt. Dafür kriegt ihr heute das volle Programm. Also an der Maschine es scheint nichts gewesen zu sein, außer ich habe jetzt irgendwas verpasst. Und wir gehen mal hier diesen sneaky Geheimgang lang. Mein fancy Bogen, den ich eben gefunden habe, habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Also wir werden das auch alles zusammen machen und ja. Hoffe, ihr habt Spaß hier in Enderal. Also guckt euch das mal an. Ich hab so Bock hier auf dieses Ding. Das ist unglaublich. Guckt euch das mal an. Das sieht so cool aus. Und das scheint auch der Antrieb der Maschine zu sein. Aber wir gehen erstmal hier rüber. Jawohl, da liegt noch einer. Eine Leiche. Was hat er denn? Menschenfleisch, menschliches Herz. Ich nehme es mal mit. Wir hatten nämlich noch eine Spitzhacke. Also hier sind überall Spitzhacken. Ich habe das Gefühl, wir brauchen eine. Der Trank. Und der Kelch. Da nehme ich auch noch mit. Ja, wir haben ja im ersten Teil dieses Buch gefunden, wo es um das Thema Menschenfleisch ging. Und irgendwie ist das Thema Menschenfleisch hier auch präsent. Dementsprechend ist es nicht einfach nur irgendwie random platziert. Es soll hier wahrscheinlich irgendwas. Ja, also irgendwas thematisch in eine Richtung gelenkt werden. Auch am Anfang mit dem Vater und dem Fleisch und so. Mana-Trank ranzig, also auch die sind ranzig. Oh, bevor wir jetzt hier mit dem Teil da interagieren, will ich noch mal schnell gucken. Schatten des Windes, ja, dieser Blitzzauber oder was? Ach nee, das ist mein. Okay. Das Schatten des Windes ist mein. Ah ja. Ah ja. Das ist mein Zauber, dass ich mich ruhiger bewegen kann und kritische Treffer raushauen kann. Okay. Der Blitzschlag. Kommen wir mal auch mal zu den Favoriten dazu. Okay. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier drücke. Ah ja, okay. Hält das Spiel an und ich kann hier die Dinge tauschen. Das ist doch cool. Okay, was passiert? Ah ja. Super cool. Das Zahnrad. Ah ja, ist das hochgehoben worden? Oder was? Konnte ich da vorher, konnte ich ja nicht durchgehen, oder? Oh, hier der Schattenwurf und alles super. Also ich bin ja jemand, ich brauche jetzt nicht so fette Grafik. Das hier ist wahrscheinlich für die Leute, die sich extrem gut mit Grafik auskennen. Oh. Ah ja, okay. Jetzt wird mir hier gerade der Schleichangriff nahegelegt. Vielleicht sollte ich dann nochmal auf Bogen wechseln. Weil ich sehe jetzt gerade aber keine Gegner. Ich wurde entdeckt. Ah, hier. Oh, wartet mal. Kann ich das abbrechen? Ja. Ich will nämlich jetzt mal meinen Zauber machen. Hier, Schatten des Windes. Okay, den habe ich schon. Kritische Trefferchance erhöhen. Oh, das ist cool. Obwohl es wie bei Skyrim ist, aber irgendwie ist es besser. Bam!
Boah, super cool. 80 Erfahrungspunkte, das ist auch cool hier. Man muss so die XP so bekommt und so. Ein paar alte Eisenpfeile gesammelt. Eine Leiche. Amethyst. Ein paar Groschen. Krustenbrot, Kleidung, Schuhe. Wunderbar. Ich schalte dann wieder aufs Messer um. Ja, cool. Das war ein cooles Vieh. Ist jetzt nicht, zum Glück nicht nahe gekommen. Aber sehr cool. Auch wie das hier so gesessen hat oder wie. Das sah jedenfalls so aus, als ob das auf so am Thron sitzt. Und hier ein bisschen nach dem Looten des Mannes einen schönen Tag verbringen wollte. Und den Tag habe ich ihm gehörig versaut. So, jetzt müssen wir mal schauen hier. Also, Langbogen ist klar. Was haben wir noch? Die Kleidung. Gut, die bringt jetzt nichts. Schuhe dazu. Zerschlissene Kleider. Ja, die Robe muss es schon sein. Robe it is. Und die zerschlissenen, die lassen wir mal fallen. Ah. Achso, habe ich noch irgendwas aufgesammelt, was mir jetzt interessant erscheint? Achso, ich wollte mal gucken, wie es mit dem... Hier ist noch ein Buch. Wohltat Rang 1. Das sieht mir natürlich nach einem Zauber aus, der mich heilt. Muss aber nicht. Heilt den Zaubern 6 Punkte. Okay. Oh, das erhöht. Ach, der heilt mich und erhöht das Fieber. Das ist natürlich interessant. Ah ja. Moment, was habe ich jetzt getan? Ach ja, ich kann ja 2 aussuchen. Okay. Ist das dann... Nee. Ach, ich habe das jetzt in der anderen Hand. Okay. Wunderbar. Ja, so lässt sich doch leben, oder? Das gefällt mir. Nach Vin Enderal. Na gut. Ja, coole Sache. Also... Auch wenn es einiges von Skyrim beinhaltet und auch viel die Spielmechanik und so, macht es jetzt schon einen ganz anderen Eindruck. Macht einen anderen Vortrag, wie man so schön sagt. Ja, ja, ja. Gefällt mir. Ist auch total spannend, jetzt herauszufinden, was ist mit dem Fieber und kriegt man das irgendwie weg oder kann man das immer nur senken? Also ich glaube, das... das wird uns noch extreme Probleme bereiten. 150 Erfahrungspunkte. Oh, was ist das denn? Glühwürmchen. Ein Weg aus der Schlucht finden. Ah ja, ich soll Mana-Pilze und Wildkürbisse fangen. Finden. Um meine Lebensregeneration zu beschleunigen. Jetzt wollte ich schon mal schnell gucken, wie viel Fieber habe ich denn überhaupt? Wieso sieht man das nicht? Wo finde ich das denn? Statistik? Finde ich das bei der Statistik? Quest? Kampf, Magie? Oder... Nee, hier unten steht es auch nicht. Objekte, die Karte... Die Umgebungskarte. Oh, cool. Cool, cool, cool. Alles gut. So, lass uns mal schauen. Was ist das hier? Fang Glühwürmchen. Machen wir doch. Komm. Haha. Ich habe ein Glühwürmchen gefangen. So, das sind Pilze. Ich suche aber Kürben. Hier ist ein Kürbe. Ja. Ich glaube, hier muss ich jetzt erstmal nicht schleichen. Noch ein Kürbis. Ah ja. Die haben ja zum Glück schon eine schöne Farbe, die mich gleich auf ihre Fährte führt. Drüben ist noch einer. Ah, den habe ich schon abgeerntet. Okay.
Noch ein Kürbis. Es ist so schön hier. Tipptopp. Ach ja. Mana-Blüte, die wollte ich doch. Die muss ich doch auch sammeln, oder nicht? Nee. Wohl nicht. So, Pilze. Heilwurzel, heilt sofort Lebensenergie. Ah ja. Die Saft der Pflanze heilt euch. Das muss man sich mal merken hier. Weiße Blüten. Schön. Na, gehen wir mal weiter. Achso, ich dachte jetzt, habe ich jetzt einen Kürbis übersehen oder geht das noch da unten weiter mit den Kürbissen? Fragen über Fragen. Und jetzt sind wir in dem Turm. Also weil wir die Augen sich dann immer ans Licht gewöhnen und so einfadet und so. Metallstück des alten Volks. Ja komm, 15 Groschen oder was das wert ist. Ich bin ja kein Groschenverächter. Hier. Aha, Zauberbuch, schön. Alte Münzen. Kelch des alten Volkes. Na gut. Ah, ich würde jetzt schon gerne mal, ich glaube, da bekomme ich jetzt auch gleich Gelegenheit dazu, den Blitz ausprobieren. Löst gezielt Fallen aus, damit der Gegner besiegen könnt. What? Ach, da ist ein Gegner. Also das war ja einmal nix, würde ich sagen. Leiche durchsuchen. Immer dieses Menschenfleisch. Was ist das hier? Magisches Symbol. Oh! Oh, oh, oh. Ihr seid eine Stufe aufgestiegen. Ihr habt 5 Lernpunkte, 3 Handwerkspunkte und einen Erinnerungspunkt erhalten. Wählt ein Attribut, das ihr verbessern möchtet. Lebensenergie, Mana, Ausdauer. Ich möchte Lebensenergie erstmal. Okay. So, lass uns mal schauen. Wir können jetzt erstmal meditieren. Denn wir haben einen Erinnerungspunkt. Oh. Ein lecker Kaffee. Muss auch immer mal einen Kaffee dazwischen trinken. Sonst wird's eng. So, also, wir haben uns hier diesen Waldläufers ausgesucht. Gauner. Gauner. Also Gauner war Bogenschüsse. Dann haben wir Vagabund. Vagabund war leichte Rüstung. Und Tinkturen und Gifte. Besser. Ich nehme mal die leichte Rüstung und den Vagabund. So, und wieder zurück. Ab geht's. Ja, also diese Ladebildschirme, das ist natürlich was, was mich dann schon ein bisschen nervt. Vor allem, dass das jetzt hier halt immer diesen Bereich laden muss. Und wenn man dann aus Versehen mal drauf kommt. Hm. Naja. Okay. Wir haben jetzt wenig Energie. Vielleicht sollten wir jetzt mal schnell was essen. Ich nehme das mal. Ah, 22%. Jetzt wollte ich sehen, wie viel. Jetzt habe ich nur noch 2%. Alles klar, alles klar. Ich habe meine Heilung, meine Verletzung gerade geheilt. Das ist doch was Schönes. Ne, die Schuhe wollte ich dann schon gern anhaben. So, zum Glück haben wir nochmal geguckt. So, Heilung ist auch da. Und ja. Jetzt müssen wir mal den Typ hier anlocken. Da ist nämlich noch, sitzt er noch mal im Gebüsch. Ja. Schatten des Windes. So, Höhlendroll. Na komm.
will ja dann, ich will den hier reinlocken. Okay, schnell weg. Der ist ja genauso blöd wie ich. Das gefällt mir. So. Aber es gehen mir langsam die Pfeile aus. Ich habe nur noch 12 Pfeile. Ja. Ein paar Pfeile wären schon nicht von schlechten Eltern. Ran. Oh ja. Nochmal ein morscher Bogen. Das ist aber der gleiche, den ich habe. Goldbeutel, Rucksack, kleiner Seelenstein. Oh, haben die dieses Seelenstein. Also das war was, was mich bei Skyrim irgendwie überhaupt nicht so, was mir überhaupt nicht gefallen hat, diese Seelenstein-Kacke da und so. Das war überhaupt nicht meins. Komme ich denn jetzt da hoch? Muss ich hier so hoch, oder? Irgendwie muss ich hier hoch. Aber hochziehen ist nicht, oder? Hopp, ham. Und hopp. Hopp. Jawohl. Skelett. Alte Kiste. Ah, cool. Flammenstab und ein Zauberbuch. Also, wir haben ja noch wieder einiges Neues dazu bekommen. Ich will nochmal gerade schauen. Also. Flammenstoß, Feuerschaden. Aha. Und heilt. Haben wir schon. Gut. Das heißt, das ist ein gutes Ding zum Verkaufen. Rolle der Wohltat. Nee, da möchte ich jetzt nicht. Vagabundenkluft. Alte Robe. Kostet 18. Und die Rüstung ist gleich. Dann ziehe ich die alte Vagabundenkluft an. Leichte Rüstung, okay. Aber leicht. Ah, ich habe das Schwert noch. Bei leichter Rüstung sind wir ja ganz gut. So, das Schwert, 4 Schaden. Ja, so schön. Bogen 2. Der Flammenstab. Flammenstab. 5 Feuerschaden pro Sekunde. Und kann man damit zuhauen? Nö. Okay. Ich möchte das Schwert. So. Habe ich das jetzt ausgewählt? Noch nicht. Nee. Achso. Ich muss jetzt hier die Markierung entfernen. Kein Favorit mehr. Das ist jetzt ein Favorit. Oh. Jetzt habe ich meinen Zauber ausgelöst. Na gut. Komme ich mit klar. Also. Jetzt wollen wir nichts falsch machen. Hier unten war ich. Hier bin ich hergekommen. Also das bringt mich jetzt nicht weiter. Hier oben muss ich irgendwie hinkommen. Naja, komm. Hier hin. Hier. Hopp. Hopp. Mal hier irgendwie rüber. Nö. Ich brauche eine Stufe. Oder kann ich hier irgendwie hochklettern? Also aufstehen, wäre vielleicht eine Idee. Hopp. Okay. Ah! War knapp. Ich kann mich irgendwie hier so ein bisschen in den Baum stellen. Ja, cool. Oh. Ah, man klettert dann hier so automatisch ein Stück hoch. Das ist ja cool. Oder ist Einbildung? Na komm. Hopp, 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 hopp. Hopp, hopp. Ah. Na komm. Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. Mein Gott. Also ich wette, ich mache hier irgendwas grundlegend falsch. Oder hier neben irgendwie an der Wurzel hoch oder. Komm, komm, komm. Hoch, 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 hoch. Okay. Gehen wir nochmal ganz runter. Ja.
alles mal betrachten. Gehen wir mal hier neben lang. Hm? Ja. Ja. Hopp. Und hopp. Halt dich doch hier an dem Lianen fest. Also ich glaube, ich stelle mich gerade sehr doof an. Komme ich denn jetzt hier hoch? Oder, naja, ich muss doch hier hochkommen. Okay. Ich glaube, das mit dem Baum bringt irgendwas. Ich habe das Gefühl, dass ich hier irgendwie höher komme. Könnte auch nur ein Gefühl sein. Hopp. Okay. Ja, Leute. Ich mache hier mal einen kurzen Break. Und im nächsten Teil werde ich hoffentlich diese Klippe ersteigen. Und dann sehen wir mal, wie es draußen aussieht. Macht's gut, Leute. Ciao.